Ich höre gerade sehr merkwürdige Geräusche. Die stammen nicht von mir. Nö, na von mir ja auch nicht. Oh, bloß ein Drache, der uns folgt. Nö. Okay. Lass sie mich töten. Das ist ein riesiger Feuerdrache. Der macht ganz viel mehr Tollschaden. Was zur... Hä? Was? Wo bist du denn? Am Wasser? Am Wasser? Am Wasser. Moment. Okay. Okay, ich weiß, wo ich bin. Ich glaube, ich bin im Sumpf gelandet. Im Sumpf? Ja, mach mal deine Minikarte kleiner und dann... Siehst du den dann Punkt rechts? Ach doch, da, ja. Siehst du diesen winzigen Punkt, der sich auf dich zubewegt? Ja, ja. Da bin ich. Schön. Hatten wir das auch mal? Das hatten wir doch schon mal, als ich auf dem Berg gelandet bin. Oh. Komisch, diese Bugs haben wir erst seitdem Klaus mal dabei war. War es nicht Hans? Ja, stimmt, ne? Klaus war der Pole. Oder Klaus ist ein Polenname, so. Und Claudia ist die weibliche Polenname. Halt, ich muss ein bisschen mehr. Diese Minikarte ist so super effizient. Wo bist du? Bin hier lang gegangen. Hier oben, diese. Sehe ich dich nicht mehr. Sehe ich dich nichts mehr. Doch, da bist du. Ja, aber wo ich bist bin du? Hier ganz oben. Guck mal nach oben. Also. Oben, das ist der Himmel. Ach, da oben! Ja, dann schwimme ich da auch mal auf. Wow. Gibt's nicht einen Speed-Up-Zauber? Was für ein Zauber willst du haben? Speed-Up. Geschwindigkeit hoch. Nee. Schnell laufen. Hässliche Arschbewegungszauber. Eine Automatik-Schwimmen-Taste. Den Zug. Hat der Hans nicht gemeint, unten im Wasser gibt's noch so ein großes Monster? Ja, mal gucken. Wo unten im Wasser? Hier gibt's mehr als nur ein Gewässer. Na, dieses Gewässer hier. Ach, wahrscheinlich war da einfach nur ein Feuerdrache irgendwie unter Wasser geglitscht. Hey, da ist Land. Muss ich da schon raus? Noch gar nicht auf Land. Ja, aber hier ist Land. Ja, da war ich, das ist aber nix. Kann man da wieder ins Wasser auf der anderen Seite, oder? Ja. Gut. Also da oben, ne? Oh, hier fliegt noch ein Drache rum. Glaube ich nicht. Ich habe ein Drachenei, das ist gerade geschlüpft. Da kommen ausgewachsene Feuerdrachen raus. Ich kann ja mal nach unten schwimmen. Hast ein Haustier gefunden? Gibt's hier überhaupt Luft oder so? Hast Luft? Also das Schöne ist, hier sieht alles genau gleich aus. Ach da. Ja, ob man hier irgendwie Luft braucht. Unter Wasser? Ja, natürlich. Echt? Haben wir doch schon rausgefunden. Echt? Ja. Diesem... Im Schloss Fatin, da mussten wir doch... Ach ja, stimmt. Also ich sehe ja nichts hier unten, ein Monster. Ja gut, der See ist ja umso größer, ne? Ja, und hier sieht alles genau gleich aus. Und aus irgendeinem Grund habe ich eben 5 Kilometer entfernt von mir meinen Schatten gesehen. Hey, warte mal. Ja doch, das ist mein Schatten. Oh oh. Ich schwimme mal zu dir. Das würde ich an deiner Stelle lieber nicht machen. Weiter runter. Ich bin schon da oben. Ey, ganz unten hast du keine Mini mit mehr. Was hast du denn immer? Wenn du ganz unten bist, hast du keine Mini mehr.
Ja, ich weiß. Habe ich Scheiße. auch gesehen. Weißt ja gar nicht mehr, wo du bist. Ja, und das Schöne ist, du siehst deinen Schatten irgendwann einen halben Kilometer entfernt und denkst, das ist ein Gegner. Im ersten Moment. Hier ist Sackgasse. Hier ist Sackgasse. Habe ich heute wieder ein Laster gesehen. Wusste gar nicht, dass es den Markt noch gibt. Ich dachte, der wäre pleite gegangen. Was der Laste? Nein, Sackgasse. Achso. So wie Schlecke oder so. Das würde mich jetzt Kenn ich echt nicht. belasten. Was? Kennst Schlecker nicht? Doch, Schläge kenne ich, aber So. das andere nicht. Ja, Sackgasse hatten wir einmal in so einem Dorf, als ich noch klein war, irgendwie so vor 15 bis 20 Jahren war das jetzt. Ja, 15 Jahre ungefähr kommt hin. Da war dann irgendwann, da hat man auch noch ein eigenes Postzentrum. Das wurde dann irgendwann in die Sackgasse verlegt und dann haben beide irgendwann zugemacht. Ja. Willst du eigentlich hin? Weiß ich selbst nicht so genau. Du hast hier die Karte. Folg mir doch Oh, einfach. Kiste! Da wollte ich hin. Stufe 10. Nein, plus 5. Schocke. Mach ich shocking. Das war jetzt Reaktionsgeschwindigkeit pur. Ach, wenn sie. Ha, ich hab's aufgeregt. Auferstehung. Feuerschlag! Moment. Jetzt habe ich davon zwei. Ich kann mich endlich entgiften, weil ich ein Gegengift gefunden habe. Cool. So, wo bist du denn schon wieder? Hör auf, ständig 10 Kilometer tief ins Wasser zu tauchen. Das funktioniert, bringt doch nichts. Mach ich doch gar nicht. Ich muss sagen, diese detaillierte Entfernungsgrafiken, das ist wirklich vom Allerfeinsten. Ja, du weißt, sich das nicht doll. Und die Details auch noch. Dieses unglaublich hochtexturierte alles. Und diese Wasserreflexion, das ist einfach beeindruckend. Mein. Hast du jetzt genug Frames eigentlich hier im Wasser? 20. Keine Ahnung, Ja. was die da im Wasser gemacht haben, aber es frisst Performance ohne Ende. Oh, 24, hey. Wenn ich in den Himmel gucke, geht's hoch auf 60. Oh, fuck! Als es Was eben denn? geruckelt hat, sind auf dem Berg ganz viele Mondmonster erschienen, ey, Mondbestien. Ja. Ja, auf dem Berg Wollte vor gerade sagen, mir. hier sind keine. Ja, bei mir. Komm mal her. Ich komme gleich. Totale Klarheit. Ich glaube, ich habe hier wieder eine eingesetzt. Was für Ding hast du eingesetzt? Na, so ein Kristall der Klarheit. Das ist doch so ein zelestischer. Ja, das habe ich auch. Muss ich Ja, auch hier ist was auch so ein einsetzen? Mondbestie. Ne, müssen 4 Stück oder so müssten jetzt hinter mir sein. Ach, die sind aber gar nicht so schwer. Es sind ja auch keine Drachen, du Hans. Und sie hängen alle im Wasser fest, wie es aussieht. Oh nein, sie sind noch. Keine Ahnung, sind die jetzt hingeglitscht? Die glitschen ja irgendwie im Wasser rum. Komm mir nicht auf die Art, du dummes Arschloch. 26.000 geht aber. Nein, die glitschen ja alle so im Wasser rum. Ach, jetzt ist das Haus ins Vieh. Was zur. Das Einzige hat ja super funktioniert. Ach, ich schlage einfach normal weiter drauf. Jetzt muss ich nicht mehr im Wasser sein, das ist ein Kinderspiel. Jo.
12.000, naja, Geld. Kann man so lassen. Hey, da ist eine. Mondstein. Und da ist noch einer, Mondstein. Aber da waren doch vorhin noch mehr. Ah, da sind sie. Da ist noch einer. Und das sind noch so ein paar Blutsch-Igel oder was auch immer das sind. Ich töte mal die Viecher. So, stirbt mal bitte. Was zur Hölle? Ja, der ist ehrlich. Da oben und so. Wieso kann der da drauf laufen? Oh, da ist noch eine. Ah, das sind die anderen von vorhin. Juhu. 12.000. Oh. Moment. Hast du viel Energie? Ach nein, ich hab grad. Ups, falsche Attacke. Was ist jetzt der andere hin? Ah, ich sehe ne. Ja, man hat so viel Sicht in diesem klaren Wasser. Ja, da merkt man schon, wo die Performance hingeht. Da oben ist noch ein Stein. Yeah. Da oben ist auch noch ein Gegner. Das Rankommen ist ein bisschen schwierig. Oh, ich habe noch ein bisschen Magie. Oh, passt schon. Die kommen immer wieder runter. Das ist das Gute. Ich drück sie gleich wieder rauf. Yeah, ich auch. Yeah. Oh, die kommen gleich wieder. Also meine zumindest. Ja, meiner ist. Ich mach da oben jetzt erstmal Mittag. Oh, noch eine. Oh, das war glaube ich mein. Nein, meiner ist weiter links. Jetzt ist meiner dran. Hm, wie kommen denn da noch jetzt? Vielleicht sollten wir hier ein bisschen stehen bleiben. Kommen unendlich viele. Ich wische mich gerade im Berg drauf. Ich könnte mich mal heilen. Die machen zwar jetzt nicht so übermäßig viel Schaden, aber. Ich habe eben 41 Schadenspunkte gemacht. Er starrt vor mir in Ehrfurcht. Und noch eine tot. Oh, ein Delfinio. Da mache ich gleich mal 27 Schadenspunkte. Schön. Ja, nicht? Finde ich auch. Wow, 11 mit einem Zauber. Oh, 8. Soll es dich vielleicht mal heilen? Ich mich, nö. So. So, noch mehr. Wo war dieser Schrein? Da hinten. Muss einfach raufgehen. Finish schon. Hey, vielleicht ist hier noch ein Monddrache oder sowas. Ein Monddrache? Ja, man weiß ja nicht. Du meinst ein Feuerdrache? Nein. Hier gibt's Mondbestien, also sind ja auch Monddrachen. Da habe ich aber noch keinen von angetroffen. Ich habe ja auch gesagt, vielleicht. Das ist doch Erschein der celestischen Macht. Ich glaube, den habe ich schon benutzt damals. Also ich habe meinen gerade reingepackt. Vielleicht kannst du deshalb deinen nicht mehr reinlegen. Nein, ich meine, dass ich den schon benutzt habe das letzte Mal. Ach, was weiß ich, das Spiel packt eh ohne Ende. Wie viele hast du denn noch davon? Wie viel? Also ich habe jetzt noch einen. Was sehe ich denn das? Und der Schlüssel. Da habe ich ein Drachenei, ein Mondstein, einen Dietrich und einen Meister Dietrich. So einen Stein hatte ich da noch nie. Kristall der Klarheit müsstest du haben, eigentlich. Nein. Nur dann nicht. Moment, war meine Waffe, die ich vorhin nicht verkauft habe, nicht ein Kristall der Klarheit?
Nee, das Ding kann man ja nicht als Waffe benutzen, oder? Wo bist du Nein, schon wieder? eigentlich nicht. Was weiß ich. Ja. Gut, vielleicht kann ich es auch gar nicht mehr werden, weil ich Kriegssächse schon genommen habe. Design, ja. Oh, Ja, es steht gerade mal wieder. Ich will den Quest ja auch nicht machen. So, wo bist du denn schon wieder hingeschwommen? Na hier, rechts. Rechts. Du kommst nicht so einfach durch. Da ist noch ein Gebirge zwischen. Das heißt, hier ist ein Gebirge dazwischen. Ich bin auch in den Sumpf gekommen, ohne ein Gebirge rumlaufen zu müssen. Wir verfolgen irgendwelche Kack-Piranhas, die 18 Erfahrungspunkte geben. Wo willst du hinschwimmen? Waren wir da schon? Oh, Schlangen auf dem Berg. Nach Talendor wollte ich eigentlich. Wohin? Nach Talendor, da zu der Ruine da. Achso, liegt die da in die Richtung? Ja. Sicher. Ja. Wirklich sicher. Ja. Und unter Wasser wollte ich auch nochmal gucken. Du findest da eh nix. Es gibt ja kein Loch Ness. Es ist Warum in nicht? Schottland. Ich finde nicht in Schottland. Wenn wir in Schottland wären, wären hier nur große, rothaarige, betrunkene, starke Männer, die mit Kilts und ohne Unterwäsche Baumstämme durch die Gegend schmeißen. Schottland eben. Der andere hat gesagt, hier ist Wasser, also hier hoch Was ist hier Wasser? Ja, dass hier Wasser ist, das bezweifle ich stark. Das sieht mehr aus wie so Ölart irgendwie, keine Ahnung. So dickflüssig ist das hier. Schwimmst du noch? Hey, das ist eine Kiste. Schwimmst du noch oder erstickst du schon? Ich habe eine Kiste gefunden. Eine Kiste. Stufe 4. Arktischer Schlag. Mich trifft der Schlag. Das war zu heftig für mich. Ich soll mich vielleicht langsam mal entscheiden, eins mal zu machen. Das war zu früh. Siehst du mich jetzt noch auf der Karte? Keine Ahnung, ich schaue gerade nicht nach dir. Ich versuche die Kiste hier zu öffnen. Ach, leck mich. Lass mich lecken, habe ich gesagt. Was? Nein, jetzt Nein. nicht. Die Angst. Was mache ich denn? Scheiß Spinnen. Ech. Schlange meine ich. Verpisst euch. Hey, da ist ein. Hey, das ist eine Kiste. Halt sie bereit. Sobald ich die hier offen kommen habe, dann komme ich Also, hinter. unter Wasser und so. Scheiße. Das ist ja unter Wasser eine Kiste. Muss mal kurz Ach. auftauchen. Weil sonst. Ach, warum drücke ich denn immer beim letzten so oft früh? Ha, sie ist offen. Und ich habe einen Feuerschlag bekommen. Auch nicht schlecht. Und warum liegen hier lauter Drachenzähne in den Truhen? So, Gegenkraft, Gegengift. Wo ist denn hier noch lang? Ich bin dafür, dass wir uns mal aufteilen. Ja. Ich habe hier nämlich einen Gang gefunden. Sollen wir Was sagen, wo wir da schon waren? ein Gang gefunden? Ja, so ein Weg ins Landesinnere. Ich muss mal gucken, wo du bist. Ja, mach das mal. Da ist ein Schrein. Da ist Altar der Sterne. Ach, da hinten, ja, da waren wir auch schon. Gab's da irgendwas? Da kommst du auch nicht weiter, oder? Nö. Da steht ein Altar der Sterne. Richtig. Mehr ist da eigentlich auch nicht. Wenn ich oft genug meinen Kopf dagegen schlage, sehe ich auch Sterne. Da habe ich den Kopf der Sterne. Eine Höhlenschatztruhe unter Wasser, aha. Markier sie mal auf der Karte.
Du hast das Markierensystem. Boah, scheiße. Schaff ich nicht. Stufe 8. Wow, die will ich aufmachen. Da ist bestimmt was Gutes drin. So wie in der letzten Kiste, wo ich immer noch nicht weiß, was da drin ist, weil ich es nicht identifizieren konnte. Kann ich es inzwischen wieder? Musst du zu mir kommen. Nein. Es dauert immer ewig, bis man wieder irgendwas erkennen kann, wenn man einmal gescheitert ist. Ach. Ich habe wieder Piranhas hinter mir. Nein, Blutigel, Blutgill, Blutchill. Kennt man ja aus Simpsons Chill, ne? So, gut. Wo bist denn du? Einfach immer weiter hintergeschwommen, oder? Ich minimiere mal die Karte. Mein Headset ist gerade davor, mein Mikrofon. Ich kann dich ehrlich gesagt gerade überhaupt nicht sehen. Wenn ich dich jetzt noch kleiner mache, sehe ich dich jetzt recht nicht. Warte, ich tauche mal ein bisschen auf, vielleicht siehst du mich dann. Ah, jetzt sehe ich dich. Ja. Okay, das dauert noch 2 Minuten, bis ich da bin. Vor allem schon irgendwelche Blutschild. Nein, Piranhas sind's heute. Die sind mir voll auf den Sack, diese Viecher. So. Jetzt ist Ruhe. Ich heile mich mal hoch. Und schwimme weiter. Ich liebe so sinnlose Orte. Boah, ich gebe mir auf den Sack. Ich töte Piranhas und bekomme 18 Erfahrungspunkte. Das erinnert mich jetzt wegen an die World of Warcraft Folge von South Park. Die kennst du ja nicht, oder? Nee. Schade. Die musst du auf jeden Fall mal anschauen. Weiß nicht, ich habe South Park nicht so toll gefunden. Ich fand die Folge irgendwie lustig. Hey, da ist Land. Er tötet uns immer, wenn wir uns einloggen. Aber wir könnten trainieren. Mit was denn? Na, mit den Anfangsgegnern. Wildschweine. wo bist denn du? Ach da, okay, ich sehe dich jetzt wieder. Da ist ja Land. Waren wir an dem Land schon? Ja, ja. Wir waren wirklich überall schon. Ja. Wo bist denn du? Oh, hier ist die Kiste jetzt hier unten. Bin ich überhaupt richtig? Eine Schatztruhe.